Schülerinnen und Schüler, sehr geehrter Herr Pior. Am 27. Januar findet alljährlich hier in Herne eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Opfer der Shoah statt. Shoah ist das hebräische Wort für Holocaust, das Wort, welches sich mittlerweile auch als Oberbegriff eingebürgert hat für die Judenverfolgung und die Vernichtung im Dritten Reich. 5 bis 6 Millionen Menschen sind damals zum Opfer gefallen, Menschen jüdischen Glaubens. Nicht der einzige Völkermord in der Geschichte. Es gab welche davor und welche danach. Aber in seiner kalten Systematik, seiner penibel dokumentierten Verwaltung und nahezu industriellen Effizienz doch erschreckend einzigartig in der Geschichte. Nun ist der NS-Staat seit seiner Kapitulation am 8. Mai 1945 Geschichte. Die Initiatoren und Vollstrecker dieses Systems, die sind mehrheitlich nicht mehr am Leben. Was also geht uns die Shoah an? Schließen wir endlich ab mit der Geschichte. Wir sind Menschen des 21. Jahrhunderts, des Cyberzeitalters. Wir reisen virtuell und persönlich um die Welt. Wir haben sozial vernetzte Freunde, Follower und Fans. Was geht uns der Blick auf 80 Jahre zurückliegende Ereignisse an? Der Blick lässt uns vielleicht eher stolpern und abgehängt werden in unserem Wettlauf um Erfolg, Wohlstand und Spaß. Ich finde, das ist zu kurz gedacht. Wieso geschichtliches Bewusstsein elementar ist, zeigt sich gerade an der europäischen Geschichte. Die Geschichte Europas war in den letzten 200 Jahren geprägt von einer Vielzahl von Kriegen, die aus nationaler Überheblichkeit und Selbstüberschätzung bis hin zum Wahn entstanden. Alle 30 bis 50 Jahre wurde der Kontinent vom Elend des Krieges heimgesucht. Da waren die napoleonischen Kriege, einige Jahrzehnte später der deutsch-französische Krieg, wieder einige Jahrzehnte später der Erste Weltkrieg, um nach kaum 21 Jahren in den Schrecken des Zweiten Weltkrieges zu enden. Es musste viel Vernichtung über die Menschen kommen, bis man sich nach dem Krieg darauf besann, aus den Fehlern der Geschichte zu lernen und ein neues europäisches Denken aufzubauen. Staatenübergreifend, mit Fehlern, aber mit bald 70 Jahren Frieden. Wir sind die erste Generation, die unmittelbar keinen Krieg hat erleiden müssen. Das kann man aus der Geschichte lernen. Und Erinnerungskultur ist gerade in der heutigen Zeit, ich möchte fast sagen, überlebenswichtig geworden für den Gedanken der Völkerverständigung und des friedlichen Miteinanders, da es wieder schick und gesellschaftlich angesagt zu sein scheint, mit nationalistischen bis chauvinistischen Ideen zu zündeln. Daher ist es nicht hoch genug anzurechnen, und damit komme ich wieder auf meine rhetorischen Fragen zurück, dass sich an der Montcenis-Gesamtschule die Jahrgangsstufe 11 und meine Kollegin Frau Spieker mit Unterstützung des Historikers Herr Pior, auf den Weg gemacht hat, um die Auswirkungen des NS-Terrors in Herne am Beispiel einer jüdischen Kaufmannsfamilie aufzuzeigen. Das wahre Gesicht des Grauens versteckt sich in abstrakten Zahlen und kommt erst zutage im Schicksal einer unbescholtenen Kaufmannsfamilie aus Herne, deren einziges Verbrechen es war, jüdischen Glaubens zu sein. Mein Dank richtet sich an Frau Spieker und die Schülerinnen und Schüler, die sich mit ihrer Arbeit dieser wichtigen Erinnerungskultur stellen, und an Herrn Mamula, der mit der Big Band der Montcenis-Gesamtschule dieser Gedenkstunde einen würdigen Rahmen verleiht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Mein Name ist Ralf Pior, ich bin Historiker, Publizist und seit einigen Jahren auch für diese Form der Gedenkveranstaltung in unserer Stadt zuständig. Und möchte eigentlich sagen, dass der Begriff zuständig nicht ganz treffend ist. Also ich mache das gerne. Es ist für mich immer wieder ein spannendes Projekt, auf Schüler zu treffen, die meistens am Anfang, so wie ihr auch, relativ ahnungslos sind und dich so ein bisschen fragen, wer kommt da eigentlich und was machen wir eigentlich? Aber dieser Prozess, zusammen mit der Gruppe dann etwas zu entwickeln, Fakten zu recherchieren, sozusagen diese Energie, die auch darüber kommt, wenn man gewisse Erfolge hat, und in dem Fall hat zum Beispiel auch Frau Speaker wirklich grandios mitgearbeitet und auch den Kontakt zu Dan Frank in Israel hergestellt. Und diese ganze Geschichte, die sich von dieser Familie ergeben hat, das, was wir gleich hören werden, war uns also in der Form vorher auch noch nicht bekannt. Obwohl wir jetzt, oder beziehungsweise ich bin jetzt, glaube ich, dabei, ich habe versucht gerade nachzurechnen, wir haben ja schon 2017, also seit knapp 25 Jahren die Geschichte der alten jüdischen Gemeinde in Herne verfolge, recherchiere, noch viele Menschen auch kennengelernt habe. Und die, die das noch miterlebt haben, sind einfach nicht mehr da. Das ist unter Historikern sozusagen das Ende der Zeitzeugenschaft. Es gibt kaum noch Zeitzeugen für diesen Bereich der Geschichte. Umso wichtiger ist es natürlich, auf die Dinge zurückzugreifen, die überliefert sind. Es gibt Filme, es gibt Interviews, im Internet kann man sehr viele Sachen dazu finden. Und es gibt eben natürlich auch die Gruppen vor Ort, wie hier, wie die Schule, die sich dann eben um das Schicksal der Familie Frank gekümmert hat. Und es gibt eben das Bemühen der Stadt, entsprechend auch diese Erinnerungskultur zu dokumentieren. Das passiert einerseits mit den Veranstaltungen, aber auch mit den Gedenktafeln, die es im Stadtgebiet gibt. Und wir werden auch für die Familie Frank an ihrem alten Wohnhaus im Laufe des Jahres eine Gedenktafel errichten, die sozusagen zu diesem Konzept Nahtstellen dazugehört. Und das passiert natürlich auch an dem Denkmal, das ja nun, das stand ja auch in der Presse, in einem neuen Gewand spätestens im Januar nächsten Jahres wieder geöffnet werden soll. Ich glaube, all das sind wirklich begrüßenswerte und mitunter sehr kreative und wichtige Bemühungen. Und wir werden das auch weiter fortführen. Und dieses Mal, das Ganze ist ja zum 27. Januar gewesen, aber wir haben natürlich dann auch schon die Reaktionen bekommen. Und es waren also ganz viele im Publikum, die gesagt haben, sie wären schon seit vielen Jahren dabei und es wäre immer irgendwie toll gewesen. Aber dieses Jahr war es irgendwie ganz besonders toll. Das ist natürlich auch den Schülern zu verdanken, die sich da wirklich, ihr habt dann einfach einen guten Weg gemacht. Und ich glaube, es ist auch Teil des Projektes, dass man lernt, wenn man sich Mühe gibt und wenn man irgendwo ein bisschen Arbeit investiert, dass das manchmal auch sich am Ende lohnt und dabei was rumkommt, auch wenn man es am Anfang vielleicht gar nicht vermutet. Also von daher beende ich jetzt meine Worte. Ich bedanke mich für die Einladung, bedanke mich bei der Schulleiterin, bei den Schülern und freue mich jetzt zum ersten Mal übrigens das Ganze von vorne zu sehen. Am 27. Januar 1942 begann die Deportation jüdischer Menschen aus dem Ruhrgebiet. Der erste und größte Transport ging von Dortmund aus mit insgesamt 1300 Menschen in das Ghetto Riga. Für Herne liegt eine Liste mit 41 Namen vor. Die Deportation wurde von der Gestapo in Dortmund organisiert. Die Deportationsliste trägt den Eingangsstempel des 20. Polizeireviers Herne. Auffällig sind die vielen roten Häkchen auf der Namensliste. Die Verwaltung hat sorgfältig gearbeitet. Die Meldekarten im Herne Rathaus erhielten den Vermerk zum Osten abgeschoben. So viele akkurate Markierungen, aber die Deportation ins Ghetto Riga wird mit keinem Wort erwähnt. 29 der insgesamt 41 aufgeführten Personen wurden in der Shoah ermordet. Unter den Deportierten war auch Ruth Goldschmidt, geborene Frank, die in Soding aufgewachsen war. Auf der Liste hat sie die Nummer 11. Auch sie wurde ermordet. Was wissen wir über Ruth Frank und ihre Familie, die nur einige Meter von unserer Schule entfernt gelebt hat? Wir wollten mehr erfahren und begannen, ihre Geschichte zu recherchieren. Zuerst besuchten wir das Haus der Franks, das heute noch steht. Wir fragten Passanten, gehen Sorge in ein Altenheim, um Zeitzeugen zu finden. Antworten finden wir keine, nur viel Schweigen.
Dann recherchierten wir im Stadtarchiv. In alten Adressbüchern finden wir die Adresse der Familie Frank in der Montchenille-Straße, heutige Hausnummer 251. Die Familie betrieb ein Kaufhaus für Textilwaren. Wir finden auch weitere Geschäftsanzeigen, zum Beispiel in dem Jubiläumsheft des SV Soding, des lokalen Fußballclubs. Und es gibt sogar ein Foto der Familie aus dem Jahr 1928. Vermutlich wurde es im Solinger Volkspark aufgenommen. Es sieht aus wie ein Spaziergang am Sonntagnachmittag. Rechts im Bild die Eltern Louis und Julie Frank. Zwischen ihnen steht der jüngste Sohn Werner. Die Tochter Ruth ist die zweite von links, mit den Händen auf dem Zaun. Mit der Machtübernahme der Nazis am 30. Januar 1933 änderte sich ihr Leben. Aus ehemaligen Nachbarn und Kunden werden nun Feinde. Der Antisemitismus der Nazis ist auch im Bergarbeiterdorf Soding zu spüren. Hören wir den Sound der Zeit, zusammen mit einigen Interviewaussagen, die wir bei unseren Recherchen aufgenommen haben. Tragen wir jetzt eine Kundgebung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Dass dieser Krieg nicht so ausgeht, wie die Juden sich vorstellen, nämlich, dass die europäischen, arischen Völker ausgerottet werden, sondern dass das Ergebnis dieses Krieges die Vernichtung des Judentums ist. Ich habe das dann ja so mitgemacht und das kam ja im Radio immer mal, kam ja nichts weiter, genau, wie das nur, was wir hören sollten. Und ich bin da erst hintergekommen, dass Juden auch Menschen sind. Wann war das ungefähr? Das war im 4. oder 5. Das war noch bevor der Krieg zu Ende war. Da kam das erst im Kopf, das sind ja auch Menschen. Es brennt, Biederlach, es brennt. Bei unserem Städtelnebel brennt. Diese Winden mit ihr Gosen reißen, brechen und zerblosen. Stärker noch der Wind. Louis und Julie, die Eltern, sind 1933 schon 63 und 53 Jahre alt. Am 1. April erleben sie, wie SA-Posten sich vor jüdischen Geschäften aufstellen und zu deren Boykott aufrufen. Unter dem Druck des Nationalsozialismus zerbricht die Familie. Der älteste Sohn Kurt darf aufgrund des Antisemitismus sein Studium nicht fortsetzen. Juden sind an deutschen Universitäten nicht mehr erwünscht. Im Oktober 1934 wanderte er nach Palästina aus. Vorher hat er geheiratet. In Soding müssen die Franks ihr Geschäft aufgeben. Das einst so stolz als größtes Geschäft am Platz beworbene Kaufhaus steht nun unter deutscher Führung. Für die Franks folgt das, was alle Juden in Deutschland erleben: Entrechtung, Diskriminierung, Reichspogromnacht. Nach dem 9. November 1938 schickt die Familie den jüngsten Sohn Werner Hals über Kopf mit einem Kindertransport nach England, um ihn aus dem Machtbereich der Nazis zu bringen. Noch vor Kriegsausbruch kommt er in die USA. Werner fühlt sich von seiner Familie im Stich gelassen, zumal der Kontakt nach Herne abreißt. Später wird er die tragischen Umstände der Entscheidung, ihn allein in die Ferne zu schicken, begreifen. 1939 ziehen Julie und Louis Frank und ihre Tochter Ruth nach Herne in die Schulstraße.
Ob dies eine freiwillige Entscheidung war oder nicht, wissen wir nicht. Man hofft noch irgendwohin auswandern zu können, findet aber nicht den Mut, es wirklich zu versuchen. Konnte Kurt Frank, der nun in Israel war, den Eltern und der Schwester in Soding nicht helfen? Ja, sie versuchten es tatsächlich. Über kurze Briefe hielten sie Kontakt. Meta Frank, Kurzfrau, berichtet. Die großen Sorgen um meine Schwiegereltern und meine Schwägerin ließen uns nicht los. Ruth hatten wir vorgeschlagen, mit einem Schiff der illegalen Einwanderung nach Palästina zu kommen. Wir wussten hier von Adressen, an die man sich in Europa wenden konnte. Durch die Haganah bekam mein Mann eine solche Adresse in Wien. Aber meine Schwiegermutter schrieb uns, meine Schwägerin Ruth hatte Angst, eine solche lange Reise alleine zu machen. Ich schlug ihr daraufhin vor, sie solle mit einem Cousin von mir kommen, der auch auf diese Art versuchen wollte, aus Deutschland herauszukommen. Aber auch das wollte sie nicht. Am Ende wird Herne zu Falle. Im Herbst 1941 wird jene Anordnung herausgegeben, die den Beginn der Deportation signalisiert. Die Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1. September 1941 schreibt vor: Erstens, Juden, die das sechste Lebensjahr beendet haben, ist es verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen. Zweitens, der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift Jude. Er ist sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks, fest aufgenäht zu tragen. Selbst an der Haustür und an der Wohnungstür muss ein Judenstern angebracht werden. Am 25. November 1941 werden Julie, Louis und Ruth Frank von den Behörden in das Judenhaus Bahnhofstraße 59 eingewiesen. Im Haus leben etwa 30 Personen. Eine Zeitzeugin, die die Shoah überlebte, erinnert sich später an die Situation im Haus. Dann wurden wir aus unseren Wohnungen gejagt und mussten zusammenziehen. Wir hatten ein Zimmer und eine Küche in einem alten Haus über dem Nordseegeschäft. Das gehörte einem alten jüdischen Herrn mit dem Namen Ganz. Das Haus wurde gefüllt und jede Familie bekam ein paar Meter zum Leben. Die Leute hängten Gardinen an jede Seite, sodass sie etwas Privatsphäre hatten. Es gab nicht viel zu essen, aber ich weiß, dass meine Mutter das silberne Besteck und andere wertvolle Sachen für Essen umtauschte. Nur wenige Tage später, am 10. Dezember 1941, heiratet Ruth Frank den Witwer Siegfried Goldschmidt, der den sechsjährigen Sohn Heinz mit in die Ehe bringt. Auch die beiden leben im Judenhaus. Warum sie zu diesem Zeitpunkt heiraten? Vermutlich gibt es schon Gerüchte über Deportationen und man glaubt, als Familie geschützter zu sein oder wenigstens zusammenbleiben zu können. Es ist ein letzter Brief von Julie und Louis Frank an ihren Sohn in Kurt Israel vom Dezember 1941 bekannt. Wir möchten euch nur mitteilen, dass unsere liebe Ruth geheiratet hat. Einen Witwer mit einem kleinen Sohn. Er heißt Julius Goldschmidt. Wir sind sehr froh, dass wir sie nicht allein zurücklassen mussten. Uns hat man nach Herne gebracht. Wer weiß, was werden wird. Wir denken immer an euch. Die Deportationen aus dem Ruhrgebiet werden von der Gestapo in Dortmund organisiert. Für Herne ist die Außenstelle in Bochum, Bergstraße 76, verantwortlich. Von dort kommen im Januar 1942 der Begriff zum Arbeitseinsatz in den Osten, wie es offiziell heißt. Eine Liste der Personen, die deportiert werden sollen. In Herne muss Sally Neugarten, der Vertreter der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, die Menschen informieren. Dabei ist Deportation kein einfacher Prozess, sondern ein komplizierter Verwaltungsakt, an dem viele Menschen beteiligt sind. Angefangen von den Mitarbeitern des Polizeireviers. Über die Beamten des Finanzamtes, für das die jüdischen Menschen ein Formular mit Vermögenswerten ausfüllen mussten. Bis hin zu den Sparkassen und Banken, bei denen die Deportierten gesperrte Konten hatten, die zugunsten des Reiches aufgelöst wurden.
Am 23. Januar 1942 werden aus Herne 41 Personen nach Dortmund gebracht. Sally Neugarten hat mehrere Möbelwagen gemietet und darin die Menschen untergebracht. In Dortmund werden sie mit vielen anderen Deportierten im Lokal zur Börse zusammengefasst. Unter den Deportierten sind Julie und Louis Frank, Ruth Frank und ihr Ehemann Siegfried Goldschmidt mit dem gemeinsamen Kind. Am 27. Januar 1942 setzt sich der Zug in Richtung Osten in Fahrt. Ziel: das Ghetto von Riga. Der 27. Januar 1942 war ein Dienstag, ein Kriegswinter. Wir wollen wissen, was die Zeitungen an diesem Tag berichten, und recherchieren im Stadtarchiv. Am 27. Januar 1942 erhalten die Herner Bürger Briefe von der Front in Russland. Sie berichten vom Krieg. Am selben Tag wirbt Otgar Oetker dafür, Feldpostbäckchen für die Soldaten an der Front zu packen. Außerdem sind Todesanzeigen zu lesen und im Kino läuft Quarks, der Bruchpilot, mit Heinz Riemann. Des Weiteren wird über die Boxmeisterschaften berichtet. Ein braunes Orchester spielte sich in das Herz Herne. Und in einer Gaststätte bittet man zum Tanzen. Über die Deportation findet sich kein Wort. Wir können den Spendebereiten heute mitteilen, dass auch diese ungegerbten Kaninchen- und Hasenfelle abgeliefert werden dürfen und sehr willkommen sind, da sie bekanntlich ein gutes Pelzfutter für Militärmäntel abgeben. Es ist wirklich ein Opfer, so wie es sich der Führer für das Kriegswinterhilfswerk gewünscht hat. Und die Front war hier vorbildlich für die Heimat. Später kamen dann da mal die Züge vorbei, wo die alle eingesperrt wurden. Ne? Die haben dann die Mützen rausgeschmissen, damit man denen was hochschmeißen konnte. Ne? Und haben da, Sie das gemacht? Ja, selbstverständlich. Ja, das sind auch Menschen. Ja, ja. Klar. Ja, aber da sind wir erst dahinter gekommen, was so in Deutschland rumgeht. Und vorher, ja, Juden, klar, was sind Juden? Zum Abschied reich ich dir die Hände. Sage weiß auf Wiedersehen, ein schönes Märchen geht zu Ende und war doch so schön. In dem Deportationszug nach Riga befindet sich auch die Dortmunderin Jeanette Wolf. Sie überlebt die Shoah und wird in der Bundesrepublik Bundestagsabgeordnete der SPD. Sie berichtete über die Deportation. Im Börsensaal lagen wir mit etwa 1300 Menschen auf unseren Gepäckstücken auf der Erde. Tage und Nächte schikaniert von der Gestapo und ihren Helfern. Das Erste, was wir von den Grausamkeiten der Gestapo zu Gesicht bekamen, war, dass man einen Menschen vor unseren Augen erschoss, weil er in der Nacht einen Schreikrampf bekam. Am Morgen des 27. Januar 1942 trat ein langer, trauriger Zug unter Bewachung der Gestapo den Weg zum Bahnhof an. Wohin wir kamen, wussten wir nicht. Erst als wir im Zuge waren, sickerte langsam durch, dass unser Weg nach Riga in Lettland ging. In ungeheizte Waggons eingeschlossen. Ohne irgendetwas Warmes, ohne Verpflegung und die Möglichkeit, seine Notdurft zu verrichten. Fuhren wir 5 Tage und Nächte. Endlich, nach langer Qual, kamen wir hungrig und steif gefroren am Bahnhof in Riga an. Die deutsche und lettische SS empfingen uns mit Stock- und Kolbenschlägen. Und das noch vorhandene Gepäck wurde uns aus der Hand geschlagen. Dann kam der Weg ins Ghetto. Manche, die schlecht laufen konnten, irgendein Gebrechen hatten, ältere Leute und Kinder transportierte man auf Schlitten fort. Auf Nimmerwiedersehen.
Als der Transport aus dem Ruhrgebiet im Ghetto Riga ankommt, ist das Massaker an den lettischen Juden bereits durchgeführt worden. Über 25.000 Juden aus Riga waren von den Einsatztruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes ermordet worden. Ein halbes Jahr später, am 30. Juli 1942, werden die Eltern Louise und Julie Frank mit dem Transport X1 nach Theresienstadt deportiert. Louise ist zu diesem Zeitpunkt bereits erblindet. Julie Frank wird am 21. August 1942 im KZ Theresienstadt ermordet. Louise Frank wird am 23. September 1942 mit dem Transport BQ nach Treblinka deportiert und dort 2 Tage später vergast. Ruth stirbt 1944 im KZ Stutthof, vermutlich an den Folgen des kräftezehrenden Todesmarsches. 1947 kehrte der jüngste Sohn der Franks, Werner, als amerikanischer GI nach Herne-Soding zurück. Im Zweiten Weltkrieg hat er im Pazifik gekämpft. In Soding bin ich dann zu unserem Haus in der Montchenet-Straße gegangen. Ich wollte mich umsehen, mit den Nachbarn und den neuen Mietern reden. Das Haus stand so da, wie ich es verlassen hatte, unversehrt und unbeschädigt. Auch das Kriegerdenkmal war noch an seinem Platz. Es war so, als ob sich in den letzten 10 Jahren nichts zugetragen hätte. Während ich auf dem Platz vor unserem Haus stand, überkam mich die Erinnerung. Ich sah auf die Fenster unseres Wohnzimmers und des Schlafzimmers unserer Eltern. Und plötzlich sah ich unsere Mutter und unseren Vater und an dem anderen Fenster Ruth. Es schien mir, als ob sie mir zuwinkten. Ich wurde wie Stein. Ich konnte nicht mehr bleiben und doch nicht weggehen. Der Schweiß stand mir auf der Stirn. Ich wusste nur eines, dass ich weg musste und nie mehr zurückkommen würde. Ich bin weggegangen und habe mit niemandem gesprochen. Aber die Erinnerung an diesen Moment hat mich mein Leben lang verfolgt. Und wie erging es dem ältesten Sohn Kurt, der mit seiner Frau Meta schon 1934 nach Israel ausgewandert war? Nun, sie bauten sich ihr Leben in Israel auf und gründeten dort eine Familie. Meta Frank besuchte Deutschland einige Male und schrieb ein Buch über ihre Geschichte. Nach ihrem Tod bewahrte ihr Sohn Dan das Andenken an die Familie. Es gelang uns, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Er lebt in Israel, in der Nähe von Tel Aviv, und ist Tierarzt geworden. Wir sind sehr glücklich, dass Dan Frank dazu bereit war, uns ein Interview zu geben. Hören Sie selbst. Sie wurden in Israel geboren. Was wissen Sie aus Erzählungen über Herne-Sodingen? Über Herne-Sodingen habe ich von meinem Vater nicht viel gehört. Die meisten Geschichten kamen von meiner Mutter. Mhm. Ich kannte sehr gut die Familie von Kindheit ab. Und sie waren sehr früh schon verbunden als Paar. Und die Geschichten über Herne habe ich meistens von meiner Mutter gehört, weil sie konnte erzählen und mein Vater hat geschwiegen. Oder meist geschwiegen. Es war nicht leicht für ihn zu verstehen, dass seine Eltern umgekommen sind, weil meine Eltern haben hier eine ganz große Einspannung gemacht, um sie hier nach Israel oder Palästina damals zu bringen. Und wir hatten schon die Genehmigung in die Hand und dann ist es durch die deutschen Behörden nicht erlaubt gewesen mehr. In Israel, in Ihrer unmittelbaren Umgebung, spricht man da noch vom Nationalsozialismus oder wird das in Israel verschwiegen? Spricht man nicht mehr davon? Man ist hier sehr wachsam über jeden Vorfall, der antijüdisch ist in Europa. Okay. Und das wird manchmal auch sehr stark aufgebaut. Aber die Menschen hier haben Angst vor dem Holocaust. Und das geht zum Beispiel, Kinder, die haben dieselbe Angst wie ich. Ich habe es nicht mitgemacht, aber ich habe es mitgelebt, weil meine Großeltern und meine Mutter haben nichts verschwiegen, seit wie ich Kind war. Ich wusste, was geht. Soweit ich verstehen konnte. Teile des Interviews werden an der Gedenkveranstaltung in Herne am 27. Januar gezeigt. Was möchten Sie dem Publikum
zudem auch der Oberbürgermeister der Stadt Herne gehört, mitteilen. Zuerst tut es mir immer gut, um zu sehen, dass man mehr und mehr den Tag vom 27. Januar, dass der Erdenkungstag ist für die Befreiung von Auschwitz, in Deutschland feiert oder Andenken-Zeremonien hat. Und ich frage mich immer ab, warum ist es eigentlich geschehen und kommt. Die Menschen haben nicht verstanden, wo sie hingehen. Nicht die Juden, sondern die Deutschen. Hm. Das ist die große Frage. Und, überhaupt heutzutage ist es sehr wichtig, dass jedes Volk, die irgendwelchen Verstand hat über Menschlichkeit und Menschen und das Recht zum Leben, sich diese Sache vornimmt, weil das ist nicht das einzige Genozide, das in den Jahren 20 passiert ist. Das passiert heute auch. Das passiert heute auch. Ja. In verschiedenen Arten und Weisen, aber das passiert. Ja. Das ist das Problem. Aber Menschen, die denken über die Holocaust, denken, dass irgendwo eine Grenze ist. Und wir müssen die Grenze nicht als Menschen nicht überschreiten. Das ist es. Darum ist das Projekt für Jugendliche sehr bedeutungswert. Ja. Noch Fragen? Wir bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
hier niemanden entlassen, ohne uns überhaupt für den wunderbaren Beitrag, für den schönen Abend hier zu bedanken. Und als allererstes möchte ich mal einmal die Frau Spieker zu mir bitten. Ich habe eben schon in der... eben schon gesagt, dass ich die Erinnerungskultur unglaublich wichtig finde. Und Frau Spieker hat damit einen ganz tollen Beitrag geleistet. Danke. Vielen Dank. Und Herr Mamula, wo ist er? Ja, natürlich. Ohne ihn und ohne die Unterstützung. Herr Pior, wo ist er? Ja, natürlich. Also ohne Sie geht das ja nun auch nicht. Wir sind ja auch... Aber ich meine, Herr Müller. Aber er ist auch da. Erster Stelle den Schülern, die so viel Einsatz gezeigt haben, seit November wirklich geprobt haben. Ich denke, wir haben mittlerweile 15 oder 20 Leseproben gemacht, die in den Weihnachtsferien gekommen sind, ins Stadtarchiv recherchiert haben, die hier wieder abends ihr Einsatz zeigen. Und ich glaube, dass ihr auch gemerkt habt, Herr Pio hat es eben schon gesagt, dass in dem Prozess man natürlich auch ja, viel Zeit investiert, aber am Ende doch belohnt wird, dadurch, dass es ein tolles Erlebnis geworden ist und dadurch, dass eben auch ja, dass so viel Lob einfach auch euch gespendet worden ist vom Oberbürgermeister. Ihr habt Kinokarten bekommen, hier von den Kollegen, von Freunden, in der Presse war euer Foto. Also ihr habt gesehen, dass der Einsatz sich auch wirklich lohnt und einfach auch das Leben lebenswert macht. Ja. Danke. Applaus